Moin, der Baby hier. Willkommen zurück. Heute habe ich ein kleines Video für euch und zwar über die aktuellen Vanguard-Sturmgewehre und MPs, die man ziemlich gut spielen kann. Wir haben Fernkampf-Nahkampfklassen bis hin zur Sniper-Support-Klasse und die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Fangen wir als erstes mit der Cooper Karabiner an, die nach wie vor ein absoluter Laser ist und für mich aktuell das beste Vanguard-Sturmgewehr. Ihr könnt einmal die Aufsätze dafür sehen. Man kann natürlich noch ein, zwei Sachen immer wieder anpassen, zum Beispiel ein Visier. Wenn ihr ein anderes Visier spielen wollt, könnt ihr es natürlich drauf machen. Oder statt einen Schalldämpfer können wir auch mit den Rückstoßbooster spielen. Damit kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Schaden, aber auch ein bisschen mehr Rückstoß. Also muss man schauen, ob man damit klarkommt. Ansonsten würde ich den Schalldämpfer drauf lassen. Und beim Unterlauf ist das so, dass ich immer den M1941 Handstopper spiele für die Rückstoßkontrolle und Präzision. Ich finde, damit kann man die Waffe am besten kontrollieren. Ich habe aber mal gehört, dass für Controllerspieler der Schnitzer Vordergriff der beste sein soll, was die Rückstoßkontrolle angeht. Ob das wirklich so stimmt, kann ich euch nicht sagen, aber falls ihr Controllerspieler seid, könnt ihr es ja mal ausprobieren. Schnitzer Vordergriff oder M1941 Handstopper, womit ihr die Waffe besser kontrollieren könnt. Probiert die auf jeden Fall mal so aus. Als nächstes haben wir die neue MP, die Welgun, die auch sehr stark im Nahkampf ist. Hier könnt ihr einmal die Aufsätze dafür sehen. Die lässt sich auch ziemlich gut spielen. Falls ihr aber ein bisschen weniger Rückstoß haben möchtet, könnt ihr statt das 64 Schuss auch das 48 Gorenko mitnehmen. Damit kriegen wir nochmal Rückstoßkontrolle und Präzision. Und somit lässt sie sich auch ziemlich gut spielen. Jetzt habe ich mal was Außergewöhnliches für euch, und zwar die NZ als Burstwaffe, die auf sehr hohen Distanzen so gut wie gar keinen Rückstoß hat. Schadensmäßig nicht die beste AR, aber die lässt sich so gut spielen, dass man die auf jeden Fall trotzdem mal ausprobieren sollte. Als nächstes haben wir die Typ 100 als Sniper-Support-Variante, die wir sehr gut im Nahkampf oder auf mittleren Distanzen spielen können. Hier könnt ihr einmal die Aufsätze dafür sehen. Wir können auch statt des Schalldämpfers wieder den Rückstoßbooster mitnehmen für die erhöhte Schussrate. Probiert die auf jeden Fall auch mal so aus. Als nächstes haben wir das Sturmgewehr 44, was sich nach wie vor immer noch ziemlich gut spielen lässt. Wir haben zwar jetzt ein bisschen mehr Rückstoß, den man aber gut kontrollieren kann. Man muss einfach nur ein bisschen leicht runterziehen, dann ist die immer noch ziemlich präzise. Hier wieder dasselbe Spielchen, wir können statt des Schalldämpfers wieder den Rückstoßbooster mitnehmen für die erhöhte Schussrate. Also das kann man sich aussuchen. Als nächstes haben wir hier die MP40, die sich nach wie vor immer noch sehr gut spielen lässt, auch was den Schaden angeht. Also die ist immer noch ziemlich stark, hat sich eigentlich großartig nichts geändert. Hier könnt ihr einmal die Aufsätze dafür sehen. So, hier haben wir jetzt die AS-44 als Nahkampfvariante oder kann man auch ganz gut mit einer Sniper zusammenspielen. Ist einer meiner Lieblingswaffen, die ist ziemlich stark, probiert die auf jeden Fall auch mal so aus. Als nächstes haben wir die Hüftfeuer-PPSH, das heißt, wir schießen nur aus der Hüfte, ohne reinzuvisieren. Ist auch eine ziemlich starke Kombination. Hier könnt ihr einmal die Aufsätze dafür sehen. Jetzt habe ich noch die Own-MP für euch, die auch ziemlich stark ist. Man sieht die leider gar nicht so viel im Spiel. Ich hoffe, das ändert sich mal irgendwann noch. Hier könnt ihr einmal die Aufsätze dafür sehen. Probiert ihr auf jeden Fall auch mal so aus. Und zu guter Letzt habe ich jetzt noch die Roboter, die sich wieder besser kontrollieren lässt. Hier könnt ihr einmal die Aufsätze dafür sehen. Vergleichsmäßig ist die natürlich trotzdem nicht mehr so gut wie damals am Anfang so gesehen. Oder man kann die auch nicht so gut mit der Cooper vergleichen, aber man kann die durchaus wieder ganz gut spielen, sodass man die sich in sein Loadout packen kann. Ja, das wäre es dann jetzt erstmal soweit. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zu irgendeiner Waffe oder zu irgendwelchen Aufsätzen, immer her damit. Schreibt mir mal auch gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn ich euch nur die Waffenaufsätze zeige und da kurz was zu sage. Oder ob ihr lieber ein bisschen Gameplay dazu sehen wollt. Das würde mich mal interessieren. Wenn euch das Video auch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Jetzt könnt ihr die AS-44 noch ein bisschen in Action sehen. Schaut euch das gerne noch an. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tidulü. Zur Sicherheitszone vorgehen.